Yeah, so sieht das aus hier. Wir zocken wieder ein Röntchen Mega Man. Fantastisch. Ich habe eigentlich schon wieder keine Zeit, aber kack die Wand an. Los geht's. Hat das gepasst? Nein. Es erlaubt die Uhr. Warum hat sie nicht reagiert? Das war ein Klick ins Nichts. Moment, wir machen das anders. So. Mit der Maus drauffahren und dann die Maus anheben. Meint ihr, das funktioniert? Nein. Jetzt! Und... Yeah! Los geht's! Attacke der Schweinebacke! Oh mein Gott, mein Akku ist bald leer. Stunde 16. Sollte reichen. Leonrad D3. Guten Abend. Guten Tag. Yay! So, heute arbeite ich mal mit Dean Talacer in der Kade. Jetzt sieht das Ganze zwar ein bisschen rucklig aus, aber ich hoffe, man sieht auch bei Geflacker noch alles. Bin mir nicht ganz schlüssig. So, jetzt ist Dauerflackern. Ja, man sieht nichts vom Flackern, das ist interessant. Warum nicht? Julian sieht es mal irgendwie anders. Most Valuable Player. Bin ich das? Hallo, wo der so? Nickelroy, moin! The Mezzel, Hellas! So, wir ballern uns hier nochmal durch. Just for the fun of it. Let me doch mal through da. Das machen die Pros wahrscheinlich auch hier. Jump, 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 jump. Ich kenne keine Speed. Also ganz ehrlich, ich habe mir noch nie einen Speedrun zu Mega Man 2 angesehen. Auch wenn es damals ja so einen Bericht auf Gamers Global gab, zum Beispiel dazu. DW oder so. Okay. In Dortmund. Wo der so. Alles in Dortmund. Alles in Ordnung, sozusagen. So. Sollte passen. Ach, die fahren dann ja durch. Das ist ja doof. Ja, die kann ich ja abhängen, ne? Das hat letztes Mal ja schon so gut geklappt. Nur da dem ausweichen. Das ist natürlich Amok. Aber egal. Und wudisch. Und hing. Doink, 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 doink. Mega Man geht immer. Ich dachte mir, bevor ich wieder versuche, in meiner kurzen Mittagspause ein Video zu schneiden, wo ich dann erstmal eine halbe Stunde das Material suchen muss auf meinem Festplattenchaos und dann eh keine Motivation mehr habe, weil einem die Augen zufallen, dachte ich mir, komm, zockst du nochmal dein Lieblingsspiel. So ist das. So, jetzt besitzt du mich. Heute besitzt du mich nicht. Ah, boah, war das knapp. Arsch! Na? 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 Who's your daddy? Who's your daddy? Geh bitte off. Nee. Ach ja, danke für die Empfehlung. Sehr interessant. Ja, Mann. Gerne. Joel. Joel. Keine Zeit zu verlieren, Ernie. Yay. Netzteil war hinüber, ja. Ja, irgendwie war beim Raffi ja die Kiste angekommen und ein Ram war im Eimer. Und irgendwie hat er sich nicht getraut oder was, das Problem dann aus dem Weg zu schaffen. Das hatte mich auch schon gewurmt. Da musste ich dann letztens bei eurem Vorstellungsvideo noch dran denken, dass er da Schwierigkeiten hatte. Was hatten wir denn damals bei ihm verbaut? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, dass er, glaube ich, ein Core i3 hatte, ne? Glaube ich. Core i3. Aber was für eine Grafikkarte? Frag mich nicht. Du, 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 du
Epilepsie-Warnung? Ne, normalerweise nicht. Hat's gerade geblitzt, oder was? Move along, stupid man. Ja, hat nur noch einen RAM drin. Ja, einer war irgendwie kaputt bei ihm angekommen, oder? Hatte nur noch einen drin und der andere hat dann nicht mehr funktioniert oder so. Und anstatt, dass wir es reklamiert haben, hat sich das dann einfach so im Sande verlaufen, weil er gesagt hat, nö, ist schon okay so. Hätte man ja bei der DHL reklamieren können oder wie auch immer, aber... Ich gehe dann auch nicht so energisch dann so etwas nach, aber da, wie gesagt, muss ich letztens dran denken. Das ist mein absolutes All-Time-Favorite-Lieblingsspiel. Das ist pure Kindheit, Mega Man 2. Das kann ich immer wieder zocken. Keine Gnade. Also Teil 2 ist, ziehe ich Teil 3 auf jeden Fall auch vor. Auch wenn Teil 3 wirklich super stark beginnt, aber wäre das Wily Castle nicht so lächerlich bei Teil 3, hätte Teil 3 echte Chancen, den hier zu toppen. Aber so ist es leider nicht möglich für mich. Und außer 2 und 3 spiele ich eigentlich auch kaum einen Mega Man Teil gerne, ehrlich gesagt. Teil 9 war sehr cool, da habe ich es aber auch nur bis zum Schloss geschafft und hatte dann keinen Bock mehr. Man müsste sich halt da reinfuchsen, ne? Und damals war das halt dann eh so Kindheit, so dann, naja, was machst du? Dann schmeißt du das NES an und dann zockst du halt Mega Man und irgendwann ist man halt durchgekommen und irgendwann wusste man jede fiese Stelle, was da so passiert. Wie hier zum Beispiel diese schönen Krabben da. Ja, oder der da. Yes! Das war awesome. I3, 21, 20, 58, ne, 7850er. Ja, sehr gut möglich. Ich glaube, ich hatte ihm damals gesagt, da er zocken wollte, mehr Grafikpower und I3 reicht vollkommen aus. Ist ja auch heute eigentlich noch so. Ne? Solange der I3 dann Hyperthreading hat, ist es eigentlich ganz cool. Was man zumindest bei PC Games Hardware liest und so. Reiner Dual-Core, sprich hier Pentium Anniversary, taugt nicht. Aber I3 mit Hyperthreading dabei ist noch okay. Ist noch tauglich. Natürlich für den Videoschnitt nicht so geil. Ja, auf jeden Fall. Am besten 2x8 Gig dabei. Knapp über 40 Euro das Kit. Fertig. Guten Mittag, awesome joke. Ach, wegen dem Wasser, ja. Ja, ja, das stimmt, wegen dem Wasserfall, ne? Waterfalls. Wie sieht die Synchro aus? Achtet mal auf mein Klatschen, bitte. Komm. Keine Kapriolen, jetzt müssen wir gleich springen. Wie sieht das aus? Ich habe jetzt mal 150 Millisekunden eingestellt, weil irgendwie ist es so random bei X-Split. Aber mal hatte man den Eindruck, mit 0-0 ist alles in Dortmund, alles in Ordnung und jetzt ist irgendwie wieder alles merkwürdig. Ist mir zumindest bei den letzten Aufzeichnungen aufgefallen, dass immer so ein leichter Delay drin ist, dass das Kamerabild langsamer ist als der Ton. Das Gameplay, ob das synchron ist, weiß ich auch nicht. Und jetzt falle ich da in die Lava. Mann, bin ich schlecht. Passt perfekt. Oh Gott, das war scheiße. Ich werde es wahrscheinlich wieder nur so weit schaffen wie letztes Mal auch. Und dann muss ich weg. Nein. Ich glaube, das NES-Pad, welches ich hier habe, ist nicht das Beste. Ich zocke das auf Original-Hardware. Darum sieht das auch alles so ein bisschen grisselig aus. Aber das ist halt the original choice. Und es läuft hier auf einem kleinen Röhrenfernseher von Panasonic. Über den tollen Front-AV. Boah, das habe ich gut gemacht, ey. Meine Güte. Mahlzeit Dark Vampire. Hey, grüß dich. Sorry übrigens, dass ich bei der letzten Bastelnacht irgendwie konsequent, ohne es zu beabsichtigen, deine Kommentare überlesen habe. Das ist mir so in der Aufzeichnung aufgefallen. Die Cory ist auch dabei. Grüß dich. Zur Tageszeit sehe ich genauso aus. Guckst du mal. Glaube ich. Vielleicht ist der Augenaufschlag noch ein bisschen größer. Bisschen more psychedelic. Jump! Oh, das geht. Wait for it. Ja, gut. Leap of Faith nennt man das doch, glaube ich, ne? Ich hab's gewusst, du Arsch! Warum hat der denn so ein Delay gehabt jetzt? 1,99!
Juhu, jetzt ist es gerade. Yay! Hi, du Witzka, Kapitän. Full Concentration. Dann war das jetzt. Ah, shit! Das war der dritte. Der dritte. Mit den dritten siehst du besser. Oh Mann. Ich habe übrigens vorhin für mich, ne, also nicht für mich, aber ich habe vorhin eine R983X ausgepackt, die von Sapphire mit der Backplate dabei. Ah, ist das eine schöne Grafikkarte, diese 2 cm Lüfter da drauf. Ist echt herrlich. Könnte optisch noch viel mehr High-End sein. Oh Gott. Das Timing ist ganz komisch gerade. Hätte auch gleich so klappen können. Zweimal gestorben in der Heatman Stage. Hardware-Video incoming. Ja. Wenn Cooler Master mal aus dem Quark kommt und mir mal ein Gehäuse schickt. Also, muss ich jetzt so dreist sagen. Das dauert halt ein bisschen noch. Ja, ist nicht absehbar. Aber wahrscheinlich würdet ihr in meiner Position das ähnlich machen, dass ihr das, was ihr eventuell mitnehmen könnt, in Anführungszeichen, wenn man es präsentiert, würdet ihr wahrscheinlich auch machen. Und nun ja, bei Enermax, sprich Lepa, ging das alles ganz fix. Bei Cooler Master jetzt nicht so fix, aber diesen Monat wird es sicherlich werden. Bei dir was verbauen, oh ja. Bei vollen Euro hatten wir gerade ungerade Prozente. Ungewohntes Ravioli-Bild. Man streamt schon um 13.30 Uhr. Wo bin ich denn gelandet, Marius? Ja, du bist richtig hier. Ja, Nachschub an Hardware-Videos. Ich möchte auch noch den die Montage von dem LC-Power-Kühler als gesondertes Video schnibbeln. Muss man mal gucken. Das ist halt sehr, sehr ausführlich dann im Livestream geworden, als der RIP dann noch die Beschaffenheit der Bodenplatte dann da analysiert hat und so. Und mal gucken, wie man das macht. Ja, Grinch. Musste halt in 40 Minuten einkaufen gehen. So, nun? Flashback. La 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 la. Schon eine der schönsten Karten aktuell auf dem Markt. Yo, auf jeden Fall. Also die ist echt sexy. Die ist super, super klasse. Die ist nicht zu lang. Und wenn du die in der Hand hast alleine, die ist so geil schwer. Echt cool. Cooles Ding. Wäre sicherlich auch für den RIP was, aber er will ja länger Ruhe haben und dann frage ich mich, okay, was willst du machen, außer die nächste Generation abwarten? Das Problem ist, das neue Doom kommt halt und da ist der RIP scharf drauf. Das wird mit der 5850 wahrscheinlich sehr grenzwertig. Ich meine, er hat die neuen Wolfenstein-Dinger auch noch gespielt mit der 5850. Aber schwierig. 5 Jahre Livestream. Oink, einfach weiter. Weitergehen. Ja, ist halt die Frage, Mezzel, wie viel Reserven in deinem 1090T stecken? Ich meine, mittlerweile kennt man sich ja so ein bisschen besser aus, was Spannung angeht, was Loadline Calibration angeht und den ganzen Krempel. Und wie viele Reserven natürlich der Kühler hat, das ist halt nur ein 3-Heat-Pipe-Kühler. Der hat zum Glück diese Direct-Touch-Geschichte. Und der 120er-Lüfter ist natürlich auch nicht verkehrt von seinen Dimensionen her dann dafür.
Aber muss man halt gucken, wie man da mit der Thermik dann hinkommt, ne? Vielleicht grundsätzlich würde man sagen, dass man tatsächlich vielleicht erstmal guckt, wie weit man beim Sechskerner kommt. Und das kann man ja gegebenenfalls auch ein bisschen ferngewartet machen. Ach, du brauchst ja das Seitenteil und den Lüfter, ne? Mal gucken, wie wir das machen. Come on! Hasslord, theoretisch könnten wir das machen. Ja. Könnten wir das machen. Solange es nicht zu extravagant ist. Irgendwann ufert sowas immer aus, aber klar. Chris, ja, es ist halt. Sagen wir es mal so, es ist ja das Montagekit bei dem LC Power Kühler, das war ja jetzt nicht großartig anders als viele Montagekits, die da draußen sind. Der einzige Unterschied ist, die haben halt einfach alles in eine Tüte gepackt und man musste erst selber sortieren. Das war halt so ein bisschen die Sache. Wie war das nochmal? Ja, wir haben TeamSpeak. Wir haben einen TeamSpeak-Server. Die IP habe ich jetzt leider gerade nicht im Kopf. Findest du aber, wenn du nach Ravioli TeamSpeak suchst oder nach Ravioli Back in Black, dann findest du unseren Blogartikel und da gibt es einen ganz kleinen Absatz, da stehen die TeamSpeak-Daten. Ist halt die Frage, was der... Oh shit, jetzt habe ich nur einen Timestopper. Egal. Was der Messel sich dann da holen sollte. Oder er nimmt halt einen großen Topblower. Da gibt es ja diesen Grand Karma Cross, oder wie der heißt, von Scythe. Vielleicht geht der ab. Der macht halt... Der hat viele Heatpipes und so. Aber so ein Riesentrümmer. Aber der kostet natürlich auch eine Ecke Geld. Von da an... Erstmal gucken. Erstmal ausprobieren. Weil der Luftstrom in dem Case ist ja echt nicht schlecht. Und dass man nochmal einfach hinter die Front... unter dem optischen Laufwerk mit Hilfe von Kabelbindern einen 120er Lüfter zum Beispiel installiert, der dann einfach nochmal Frischluft zusätzlich ansaugt, dass du so einen richtigen schönen Lufttunnel hast, wäre ja auch denkbar. Also, da ist einiges machbar. Machbar, denkbar, tralala. Buff, tisch, buff, buff, tisch. Ja, weil Chris dem Messel sein Board, das ist halt offiziell gar nicht für den FX freigegeben, leider, obwohl damit zuerst geworben wurde. Also nur für die 6-Kerne FX ist es offiziell freigegeben, obwohl es beim Phantom irgendwie TDP 140 kann. Das ist sowieso so lächerlich. Ich frag mich, was bei den FX dann so anders ist mit der Spannungsversorgung, dass dann da andere Leitungen belastet werden oder was, dass dann auf einmal diese 140 TDP nicht mehr ausreichen. Das ist sowieso laut Beta-BIOS nur der 8320 unterstützt wird? Naja. Vorzugsweise wäre natürlich dann, wenn man einen neuen Prozessor nimmt, der 8320E, wenn du mich fragst, weil das halt diese scheiß Ecke da. Ach, Mist. Weil das halt dann die Stromsparversion ist. Also so wird das nichts. So wird das gar nichts. So muss ich gleich wieder den Durchlauf hier abbrechen. Ach, ist das blöd, ey. Weil wir kriegen Besuch und ja, kann ich nichts machen. Ich habe den Auftrag, die Familie zu wecken. Ich möchte doch nur das Spiel nochmal durchspielen. Und eine Zeit am Ende haben, auch wenn ich hier dreimal sterbe. Maurice! Hallöchen! So, ein bisschen weiter weg. Thanks a lot. Aber noch kein Airman. Sau dämlich, den jetzt schon zu machen. Feuer tut den, glaube ich, nicht weh.
Geht nur mit Person, wie der Mike Mattei immer so schön sagt von Cinemassacre. You should use Person. Ah ja, ich soll mal einfach mal da durch Person jetzt. Percy Jackson. Okay. Auf geht's, Quickman. Der hüpfende Vollidiot. Ja, Messel, Seitenteil habe ich ja für dich. Können wir einfach tauschen. Ist der Hupe. Mein Retro-PC, wo der... Ne, der braucht es nicht. Seitenteil mit Lüftereinlass. Und dementsprechend können wir da einfach tauschen. Hast du ein Seitenteil mit dem Fan-Duct, wo man dann 80er Lüfter reinschrauben kann. Und... Yippie. Muss man da keine Umstände machen. Mittlerweile habe ich von meinen Lieblingsgegnern hier so, ne? Den Metal Man und den Quick Man habe ich das Pattern voll raus. Bleibe ich richtig ruhig und... Lassen wir den mal als einen Cliffhanger stehen, was? Look at latest Hustler Message. Ich möchte bald meinen Gaming-PC für 15 bis 2009. Werde mich dann bei dir melden. Darf ich schrauben oder was? Hustlord? So! Ja, also, weil der Fan-Duck, der wäre halt in etwa der Höhe der Spannungswandler. Weißt du, Chris, dann wird man dann da ein 80er Lüfter, der ansaugt, ein bisschen frische Luft direkt auf die Platine pustet, anbringen und dann könnte man wahrscheinlich auch den Sigmatec-Lüfter erstmal nochmal beibehalten. Beziehungsweise Kühlkörper. Brauchen wir Trefferfläche. La la la. Hing! Ach shit. Wäre ich sofort gesprungen, hätte der Sprung gepasst, glaube ich. Ach shit. Move along. Also das schickst du mir am besten einfach eine E-Mail an dan@ravioli.de mit deinen Vorstellungen, was du dir vorgestellt hast und dann können wir da mal gucken. Ein bisschen Nachschub an Rechner, Baupower, warum nicht? Wie gesagt, aktuell steht ein Projekt in der Pipeline, da hänge ich aber noch so ein bisschen auf dem Trockenen momentan. Ich habe jetzt zwar schon den Großteil des Innenlebens, aber das Beste ist sowieso die Festplatte, die ich jetzt gekauft habe für die Maschine. Eine 2 TB, eine Hitachi. Habe ich dann halt über den ollen Preisvergleich dann im Prinzip, ja, mal wieder alles beim blauen Riesen, ne, Mindfactory kaufen, bis auf die Festplatte, weil die war dann irgendwie 5 Euro günstiger. Naja, dann habe ich dann die bestellt, krieg die, guck auf die Platte, Produktionsjahr 2012. So, what the fuck? Nach der Garantie geguckt, kann man bei Festplatten ja immer so schön anhand der Seriennummer auf der Herstellerseite. Und dann wird einem gesagt, ja, die ist gar nicht für ihre Region zugelassen, bitte wenden Sie sich an den Händler. So frei nach dem Motto, so in etwa. Und dann, okay, ja, habe ich vorhin telefoniert. Ja, gucken Sie mal auf der Website, steht ganz unten, 1 Jahr Garantie, anstatt 5 Jahre. Alles klar, dann schicke ich die euch zurück. Habt ihr da Rücksendeformular? Nö. Müssen Sie schon. Ja gut, dann schicke ich euch das zurück, ne, und dann könnt ihr mir ja alles erstatten, ne? Jo, jo. Toll. Also lieber dreimal gucken, ne? Just aktuell ist er dann bei Mindfactory wieder nur 3 Euro teurer. Das war scheiße knapp. Und dementsprechend... Ich habe keinen Woodman. Oh mein Gott! Also heute ist meine Reihenfolge aber mal sowas von im Eimer. Dass man so sagen darf. Oh, ist die schlecht, die Reihenfolge hier. Egal. Großen Latte Macchiato. Querkopf. Nur zu. Schmeckt bestimmt gut. Ja, ich meine, ich habe dem Messel ja auch damals die Kiste verkauft unter der Prämisse. Ja, dann kannst du auch später noch FX-Action machen und so, weil ARM 3 Plus, ne? Aber da wusste ja noch keiner, was Sache ist. Sind wir etwas unkonzentriert? Ja, etwas sehr spontan. Ich versuche zu rushen, aber es bringt nichts. Aber man hat ja gesehen, Airman kann man mit dem Standardschuss auf wunderbar besiegen. Brru, du, buh, brru, du, buh.
An deiner 3850 kann man bestimmt auch noch an der Taktschraube drehen. Die hat ja den ganz dicken Chip drunter, der ist halt nur deaktiviert. Also anders als bei der 5850. As far as I remember. Fehlt das Gesicht, wenn ich renne? What? Macht das vielleicht der D-Interlacer von Dingensbummens? Also von meiner Capture-Karte? Jetzt Wald. How not to speedrun? Richtig! Do the wrong order and you will be fucked up. You know? Alright. Ich meine, Metal Man und Bubble Man, das war ja noch gut. Aber dann? Heat Man ohne das Item 2 machen aus der Airman Stage ist halt schon blöd. Da hätte ich lieber hier den Woodman zuerst machen sollen. Dann Airman. Wobei, Woodman muss man gar nicht machen. Ich hätte Airman machen sollen und dann hätte ich Heatman machen können. Dann hätte ich Woodman machen können, weil Woodman, also Holz reagiert natürlich sehr gut auf Hitze. Der Woodman ist nämlich schon sehr trocken. Gefühlte, wie alt ist das Spiel? Von 89? Oh Gott, Kopfrechnen. 27 Jahre alt? Alter Schwede! Noch nicht ganz, aber... Yes, man, du hast die 5830. Na, siehst du mal. XCOM läuft noch. War das schon Angst? Du bräuchtest eine neue Graka für dieses Spiel. Diese erste Diet X11-Generation von AMD, die ist einfach nur... Mua, Wahnsinn, was damit noch geht. Ohne Witz jetzt. Absoluter Burner. Ist aber auch ein Zeugnis dafür, wie langsam sich dieser ganze Markt entwickelt. Ja, wenn ich das weiß, warum tue ich es dann nicht? Weil ich... Keine Ahnung. Kurt Hektik. MDK habe ich übrigens auch schon durchgezockt. Findet man auf unserem Ravioli-Extras-Kanal. Gibt es auch eine Playlist, meine ich. Müsste es geben. Schön Vögelchen. Komm, aus einem Ei da 3 Trillionen Kinder raus. Guter Skylake-Kühler unter 50 Euro. Was kostet denn der Noctua NH9US oder wie er heißt? So ein kleiner Tower mit 92er Lüfter drauf. Der macht eigentlich einen sehr, sehr guten Eindruck. 5 Heatpipes. Und typische Noctua-Qualität halt. Ich glaube, der kostet etwas über 50. Der ist sicherlich verdammt gut. Die Vögel sind doch nur der thematisch angepasste Tarnkappenbomber. Initiieren, initiieren! Nummer 1. Ich hatte mal eine Frage. AMD Crossfire. Ja, das bleibt leider immer bei 1 GB, ne? Weil ja jede Karte für sich die Bilder berechnen muss. Dementsprechend ändert sich halt nichts am Bildspeicher, der da vorhanden ist. Weder bei Crossfire noch bei SLI addiert sich der Speicher. Anders als bei 3DFX Voodoo. Da hat sich zumindest der Bildspeicher addiert. Der Texturspeicher nicht. Aber der Bildspeicher hat sich addiert. Darum waren dann ja auf einmal Auflösungen von 1024x768 möglich. Auf Voodoo 2 habe ich übrigens schön das Unreal Return to Napali durchgezockt. Add-on zu Unreal. Mit einem der banalsten Level-Designs unserer Geschichte. Aber ich bräuchte Woodman noch ein bisschen, ne? Für später. Pappnase! Kannst du mal die Bezeichnung... ich kann sie nicht genau aus dem Kopf. NH9US oder so? Oder NHU9S? 5 Heatpipes, Towerkühler,
92er Lüfter. Der wird demnächst auch getestet bei uns. Spoiler Time. Jetzt habe ich aber Item 1. Der ist ja voll geil. Tschack, tschack. Hüpp. Ja, das ist der Hammer, wenn sie Speichermodul für Grakas geben würde. Ja, wäre eine Idee, ne? Wäre ganz cool. Wow. Da könnte man eigentlich auch drüber springen dann, ne? Na, 9B ist aber nicht der richtige, meine ich. Es war es noch. Richtig, Cory, so sieht's aus. So sieht das aus. Ich weiß noch nicht mal, wann mein bester Kumpel Geburtstag hat, der Matt ist. 18. Mai? Oder was, der 13.? Das ist angeboren, ja. Ich weiß jetzt noch, den Großteil der Specs von Leuten, die mal von mir Rechnerberatung erhalten haben, ja. Hast du ja gerade gesehen hier mit dem Raffi-PC und so. Core i3 und tralala. Das klingelt alles, ja. Ich weiß ja auch besser, was unsere Jungs in ihren Rechnern stecken haben, ja. Also unser Ravioli-Team. Weil ich da im Prinzip auch über den Großteil der PCs meine Hand Gottes habe. Oh mein Gott! Die blöden Vögel. Warum sammelt er das nicht ein? Es fällt vorbei. Einmal da hoch. Einmal da hoch. Uptime. Haben wir nicht. So was haben wir nicht. So modern sind wir noch nicht. Halbe Stunde. Ein anderer User antwortet. Ah! Oh mein Gott. Ist auch nur ein kurzes Interludium hier, die mega Mittagspause. Da. Irgendwann schaffe ich das noch, dass ich genug Zeit habe in der Mittagspause, um das hier durchzuzocken. So, jetzt brauche ich Airman. Jetzt muss ich ihm das Zeugs aus dem Gesicht blasen. Springen, schießen. Weil er springt, sobald du schießt. Das macht der Crashman. Er springt, sobald du schießt. Gemeinheit, ne? Nee, kein Bot hier. Nur eine geile Community. Eine sehr nette Community. Joel! Ja, genau. Das mit den Speichermodulen für Grafikkarten gab's doch mal bei Matrox. Das gab's bei Matrox, das gab's bei ATI. 56 Euro, ja. Der wird auf jeden Fall völlig reichen. Kein Wasser. Nein! Schnell! Ohrhörer rein! Entschuldigung. Weiter geht's. La 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 la. Ha! Oh Gott. Okay. The Metal Blade. Ka-ching. Das glaube ich. Das ist doch, glaube ich, das mit Abstand. Am Abstand öftesten geremixte Mega Man Musikchen, oder? Ich weiß nicht, ob es mein All-Time-Favorite ist. Wahrscheinlich eher nicht. Ich finde das Title-Theme von Mega Man 3 granatenmäßig. Ich finde die Stage-Auswahl-Menü von Mega Man 3 granatenmäßig. Dann ist die Snake-Man-Stage der absolute Burner. Metal Man ist fantastisch. Flash Man, das Intro ist so geil von dem Song. Meine Güte, Mega Man hat so einen super Soundtrack. Ah, es hätte ja funktionieren können.
Bam, badam, bam, badam. Ja, X habe ich nie gezockt und Super Nintendo hat für mich immer so einen dumpfen Klang. Aufgrund von der Speicherbandbreite, die da halt... Ne, Speicher ist ja teuer und so. Und Cartridge und... Da tue ich mir beim Super Nintendo oft immer ein bisschen schwer. So positive Ausnahmen sind F-Zero und Starwing. Ich bin wieder am Husten, wie letztes Mal an der Stelle hier. Der rockende Mega Man beim Follow, das ist die Titelmusik aus Mega Man 2. Das, was ich hier gerade spiele. Dr. Wily's Castle Theme. Da 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 da. Und ich liebe den Pal-Speed. Ach, das ist einfach, ne? Das ist das, was in meinem Kopf ist. Pal-Speed. Und nicht diese überhastete NTSC-Gedudel. Ja, das ist der Hammer, wie du diese einzelnen Instrumente alleine raushörst bei Pal. Ja, Invisible Mega Man. Das funktioniert halt nicht, ne? Wenn das hier flackert und der Dientelaser ackert da, dann sieht das alles Käse aus. Sound bisschen laut vom Game. Ja, ich wollte doch gerade die Musik laufen lassen. Für dich nur. Nur. Ja, zumal, weißt du, wir können uns wenigstens noch mit unserer Community dann auseinandersetzen im Livestream. Das ist halt ganz nice. Und nicht so frei nach dem Motto, hey, yo, make some noise. Und dann siehst du, wie die ganzen Nachrichten aufploppen. Aber drum kümmern kann sich dann keiner mehr, wenn du dann da 400 Zuseher hast. Wäre nur schön, wenn wir einfach mal Partner wären. Dass wir ein bisschen mehr Priorität bei Twitch kriegen, weil wir haben der Großteil unseres Teams hat wirklich eine gute Leitung, gute Internetleitung, wo viel Bandbreite da ist zum Uploaden, dass wir euch einfach eine bessere Qualität generell liefern können und wenn es dann halt schlechter läuft, dann können die Leute halt runterstellen und gut ist, ja. Aber so ist es halt so ärgerlich, dann kommt halt mal der ein oder andere Rechnerbaustream, wo dann tatsächlich mal über 100 Leute dabei sind und nach anderthalb Stunden sagt dann Twitch, okay, ey yo, jetzt hast du mal temporär Qualitätseinstellungen. Das ist halt ärgerlich. Das ist auch der einzige Grund, warum das YouTube-Streaming gerade für uns ein bisschen interessant geworden ist. Weil man da standardmäßig Qualitätseinstellungen hat. Ah, komm! Weiter geht's. Moin, Bersi! Ach, goddammit! Die Zeit wird kommen, dass wir Quality bekommen, ja. Sobald ich alle Rechner zusammenbaue, Aktionen live veranstalte oder was. Ah, nee, warte mal. So, den nehmen wir mal wegen der Sicherheit. Und was ging hier nochmal ab? Metal? Eins, zwei, drei, okay. Kaputt. Keine dummen YouTube-Kommentare.
Cory, du hast erfasst. Ja, natürlich. Der Twitch-Chat ist tausendmal besser, übersichtlicher. Ja, hoffentlich machen sie das. Ich meine, wir haben doch eine Basis da. Wir haben doch einiges an Followern. Also, die sollen sich mal nicht ins Hemd machen. Shit. Komm, verschwinde, sonst darf ich das Ding nicht wechseln. Was möchte ich denn haben? Metal oder Quick? Quick, ne? Ich frage mich, was sich die Game Designer bei diesem Teil hier gedacht haben. Wenn man schon so weit gekommen ist in dem Spiel, haben die sich gedacht, das ist irgendwie anspruchsvoll und schwierig? Das jetzt hier, ja? Bin ich hier schon mal gestorben? Ich glaube noch nicht einmal in meinem Leben. Aber hier bin ich schon ganz oft gestorben, was jetzt kommt. Dieser blöde Flug hier durch die Stacheln. Es ist gut gegangen. Move along. Diese Wily-Musik ist im Fall der Hammer, oder? Hammer. Absolute Burner. Ich mag das Theme auch total gut leiden. Während das in der NTSC-Fassung nur Stress macht, irgendwie. Hier ist das so richtig geil. Nee, paar tausend Accounts, Mann. Das soll ja alles gar nicht gemacht werden. Oberweite oder LOL? Ja, Oberweite habe ich auch. Ich bin übrigens AFK. Und diese Bassline in dem Ding. Das ist geil, wenn man was einsammelt. Trick 17. Ja, wie macht man das denn jetzt? Ja, meine Mittagspause ist eigentlich in 2 Minuten zu Ende. Mal gucken. Gibt's wieder den Zorn der Frau. Ist nicht so gut. Boah. Oh Gott! Festhalten. Thank you.
Hey, Jens Kling! Zorn der Frau ist niemals gut. Nee, nee. Soll doch nicht sein. Andererseits, das ist natürlich die perverseste Stage hier. Und dann bin ich ja schon kurz vorm Ende. Timing. Du blöd, Mann. Euer neuestes Video. Okay. Gut. Machen wir. Ach, shit. Ach, shit. Ja gut, den muss ich wegbomben. Der kommt weg. Item 3 bitte. Hier hoch. Da oben drüber. Wieder auf Mr. C. Aua. So, nochmal Item 3. Der muss weg. Komm, nimm jetzt solchen Ding nehmen oder nicht? Ich nehme eins nicht! Scheiße! Ach, fuck! Habe ich mich verdrückt. Na gut, dann machen wir hier Schluss. Oh. Nee, weil jetzt noch Energiefarmen und so, das ist dann eine Sache, die nicht absehbar ist. Wir waren bei 47 Minuten, sowieso dreimal gestorben. Ey, habe ich denn da einen verballert, ey. Ach, hätte ich den jetzt gepackt? Ich glaube, danach kommt doch die Bosse nochmal machen, ne? Dann hätte ich um 10 Minuten Gnadenfrist gebeten. Aber so macht's jetzt keinen Sinn. Von daher, ich danke euch fürs Einschalten. Und wegen mir darf der Messel jetzt gerne in einen Link zu dem neuen Video posten. Dann haben sie nämlich pauschal schon mal 30 Aufrufe drauf. Attacke der Schweinebacke. Ich werde es mir auch später anschauen. Und How to Fail Mega Man. Ich kann es ja gerne so nennen auf unserem Ravioli Extras Kanal. Nur für dich. Und zum Abschluss nochmal klatschen. Hat mir Spaß gemacht. Wir sehen uns. Tschüssikowski.